So, liebe Leute, es geht weiter. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich mache mal ein anderes Intro-Lied. Wie gesagt, Song habe ich selbst gemacht. Stolz wie Harry. Naja, geht so. Aber zumindest keine Copyright-Probleme. Aber vielleicht mache ich irgendwann, baue ich irgendwann mal einen besseren Song. Ich schaue in deine Richtung, Massimo Centurio, der mir immer Kommentare schreibt, dass die Musik zum Einschlafen ist. How dare you, by the way? Warum kannst du nur? Achso, warte, ich muss irgendwas Sinnvolles machen hier. Und zwar, was mache ich Sinnvolles? Ich will der Power raus, ne? Ich spiele FPP. Ich spiele FPP Solo. And that's it. Oh. Oh, ich habe meinen schwarzen. Jack Snyder? Nee, Sam Fisher. Jack Snyder? Wer ist Jack Snyder? Gibt's den überhaupt? Sam Fisher-Anzug an. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil er hat halt echt viel Kontrast. Alle Leute sagen immer, Schwarz ist gut getarnt. Nein, Schwarz kommt in der Natur nicht vor. Schwarz ist keine gute Tarnfarbe. Ja. Deswegen sind die schwarzen Panzer auch ausgestopft. Shit, da kommt einer runter. Um den muss ich mich kümmern, den Bro. Den Brosef. Lootet hier hinten, glaube ich, ne? Oh ne, lootet das Haus. Alles klar. Um den Dude muss ich mich kümmern. Kommt der hier runter? Ah, ich habe eine gute Idee, was ich jetzt mache mit dem. Es wird ein schön rattiges Game werden. Es wird schön rattig. Ah, super nice. I like that. Was ich jetzt halt nicht habe. Munition. Blöd. Umdisponieren ist angesagt. Ich liebe die Dings, die Mutant ist echt top. Beste, bisschen mehr Munition. Noch ein Red Dot. Die Münden ist nicht so schlecht. Vielleicht machen wir das so. Skal ist halt auch ein Schrottknarre. Wobei die wird jetzt vielleicht einen Buff kriegen, weil die ein neues Skin kriegt. Come on. I like. Wir haben zu wenig Munition. Das liegt aber daran, dass ich Depp die falsche. Haben wir noch eine Ace irgendwo? Eine Ace war da vorne gelegen. Ne? Die könnte man doch eigentlich missbrauchen als Sturmgewehr. Ich meine, wenn ich die Wahl habe zwischen Scar und Ace, dann nehme ich doch lieber die Ace, oder? Ich glaube, da war eine Ace gelegen, oder? Auch nicht. Achso. Doch, AKM ist schlecht, aber. Wo müssen wir denn hin hier? Wir müssen los. Ja, komm, let's go. Ich bin immer bei der Mark 12 und der Dragunov bin ich echt hin und her gerissen. Die Dragunov hat halt diesen One-Shot Ultra Power. Auf 100 Meter einfach One-Shotten ist halt mächtig. Da ist die Ace.
Gut, ich brauche noch einen Scope. Ohne Scope wird das nichts. Und ich brauche ein Auto. Einiges steht auf der Einkaufsliste gerade bei mir. Ich habe außerdem ja ein bisschen Gedanken gemacht über PUBG und ich muss sagen, es ist so, dass das Game eigentlich, gemessen daran, dass es 6 Jahre alt ist, finde ich, wird es noch ziemlich gut von den Entwicklern betreut. Welches Call of Duty kam vor 6 Jahren raus? Und wird es noch, gibt es dafür noch Updates etc.? Neue Skins, bla? Nee. Es ist free to play. Also es, ich finde, PUBG hat schon einige Vorteile. Allerdings, wie gesagt, wenn ihr euch mit in den Server reintraut, in dem, also kein Casual, dann habt ihr halt das Problem unter Umständen, dass ihr wirklich in Horden von Gegnern reinrennt, die potenziell deutlich besser sind als ihr, weil es das Game halt einfach schon zu lang gibt. Ich hätte gute Lust, hier nochmal ein bisschen zu looten. Nee, habe ich mir gerade anders überlegt. Habe ich mir gerade anders überlegt. Da oben sind auch noch Häuser, ne? Wie ist denn das? Können wir mal hin. Jetzt hör auf mein Auto zu schießen. Seriously. Leave me alone, man. Hier? Ah, shit, wurde schon gelootet. Wurde schon gelootet. Wurde auch schon gelootet. Not cool, man. Bin ich hier drin? Ist denn noch jemand? Kann's nicht sagen. Hört sich irgendwie für mich so an, als wäre... Ne, das bin ich, okay. Und Scope. Das werde ich hier aber nicht finden. Shit, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. I like it. Ja, ohne Scope brauche ich hier nicht antreten. Problem ist, dass hier schon gelootet wurde. Da steht mein Auto. Nee, muss ich rüber oder? Nee, die Zone bleibt auf der Seite, ne? Ja. Ich brauche einen Scope. Ich brauche einen Scope. Aber ich muss auch aus der Zone raus. Und zwar aus beiden. Also aus dem Bereich, wo jetzt die blaue Zone kommt. Und aus der Zone selbst. Aus der roten Zone. Schön. Und ich muss hier durch. Und ich weiß, dass hier links und rechts Dudes sind. Und vor mir fährt auch einer. Schön. Das ist mir egal. Hier drüber. Und rein. Rein in die... Kommt mir rein, oder? Ich verstehe nicht, wieso sie sich hier gegenseitig battlen. Die müssen in die Zone. Aber ja, auch gut. Können sie machen, wie sie wollen. Gut, jetzt wäre ich in der Zone. Jetzt brauchen wir noch irgendwie... Jetzt brauchen wir noch irgendwo was, wo wir looten können hier. Kommen wir da rein, ohne zu sterben? Sieht so aus, ja? What the frick, dude? Warum schießt du auf mich? Ich bin doch nur der Hausmeister. Der Kasper. Gut, wir machen das Vieres. Gucken wir mal da dran. Das nehmen wir mit.
sind denn für Waffen? Ork. Draußen leuchtet was. Santa Claus, alles klar. Draußen leuchtet einer. Hat die jetzt mein Auto kaputt gemacht? Nee, oder? Und noch eins hoch. Wo ist der Bro? Wir haben scheiße gefahren. Aber ist egal, wir legen uns mit dem nicht an. Wir hauen einfach ab. Hintergrund ist, er muss aus der Zone raus. Oh, das war dumm. Das war dumm. Ach komm, da schauen wir jetzt mal zu. Kann ich noch ein bisschen rumphilosophieren hier? Okay, okay, okay. Dieses Ding hat mir das Leben gekostet, diese Bank. Dark Epoch. Da vorne rennt einer die Rüstung rauf. Die Böschung. Was geht mit dem ab? Muss ein bisschen vorhalten. Nicht viel, aber ein bisschen mit der AWM schon. Auf die Entfernung ist schon ein Stück. Warum rennst du jetzt darüber? Da musst du High Ground hochpushen. Verstehe ich nicht. Aber der Level 3 Helm wird schon richten. Nee, ja, easy peasy. Der Gegner weiß nicht, dass du da bist. Kannst ein bisschen rumschwimmen. Kein Stress. Wenn er das überlebt, wird es mich wundern. Ah, okay, nee, ich verstehe was sofort. Er muss aus der Zone raus. Aber. Ja, gut, das hätte auch laufen können. Der Typ von der Brüstung findet es nicht gut. Zone kommt irgendwo. Er muss irgendwo hier hin. Okay, alles klar. Hä, der geht jetzt auf die andere Seite? Nee. Wirklich? Ach nee, er will einfach großen Abstand zwischen allen Dudes, die hier sind, und sich bringen. Deswegen fährt er davor. Hier kann man nicht raus. Kann nur hier raus. Aber unter der Brücke durchfahren ist halt risky business. Unter der Brücke durchfahren ist risky business, Bro. Aber naja, probier dein Glück. Was ich da schon mit Dragunovs aus Booten rausgeknipst wurde, als ich unter der Brücke durchgefahren bin. Ich habe übrigens in der Umfrage gesehen, dass die UMP besser ist als Vector und JS9. Ich habe das nicht verstanden. Erklärt mir bitte in den Kommentaren, warum die UMP besser ist als JS9 oder die Vector. Die UMP schießt viel langsamer. Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube, ich muss der UMP echt nur noch mal eine Chance geben. Da schwimmt was? Das ist ein Crate, oder? Achso, ich muss meinen Eye-Tracker anmachen, damit ihr das seht. Wo ich hingucke.
Nimm den Crate mit, Mann. Warum? Nee, egal. Nimmt dann mit? Was macht der denn? Dark Epoch. Du bist an der Crate vorbeigefahren, dann ins Wasser gesprungen. Jetzt stehst du mit dem Boot hier direkt an der gefährlichsten Stelle überhaupt. Oh mein Gott. Nee. Wie hat er... Okay. Das würde ich mir angucken. Den erwischt es jetzt gleich. Lassen wir mal kurz auf die Karte schauen. Also, wenn ihr an der Küste hier irgendwie landet mit dem Boot, ja, dann weiß jeder, der in Hörreichweite des Boots ist, circa alle Leute hier, dass ein Boot da ist. Und ein Boot kommt immer zum Strand. Weil die Zone natürlich irgendwo auf dem Land endet. Flugzeug. Das bedeutet, jeder weiß sofort, wo ihr seid, wenn ihr mit dem Boot unterwegs seid. Strand und dann aus Richtung, wo Boot kommt. Das bedeutet, wenn ihr am Strand ewig rumlungert, ja, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis einer vorbeikommt und sagt, hey, den Frag hole ich mir. Ja? Vor allen Dingen, weil ihr am Strand halt auch keine Deckung habt. Also die Ecke, wo er jetzt gerade rumeiert, die ist nicht optimal. Rein in den Wald, Bro. Ich sag's ständig, Bro. Ich habe mir das angewöhnt. Im Computerspiel-Jargon sagt man immer, Bro, ich muss mir was anderes überlegen. Vielleicht Sir. Sir ist, glaube ich, ein bisschen, wie heißt es, respektvoller. Rein in den Wald, Sir. Sir, nehmen Sie keine Sniper zum Pushen von Gebäuden. Sir, wenn Sie Gebäude pushen, schauen Sie durch Ihr Zielfernrohr, Sir, beziehungsweise den Red Dot. Sir, stellen Sie sich dumm an. Achso, haben Sie schon. Was war das gerade? Was ist das? Was macht denn der? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich habe jetzt nicht geguckt, welches Level der hatte. Keine Ahnung, was der da gerade zusammengespielt hat. Aber ich habe Kaffee. That's a good thing. Pritzaknight. Gott, der Name ist fast so furchtbar auszusprechen wie Reskzack. Eigentlich spricht man es Redcheck aus. Redcheck. Aber ich glaube, das wissen alle nicht. Sie nennen mich dann einfach nur Rest. Aber das ist okay. Mit Rest kann ich gut leben. Ich habe den YouTube-Channel jetzt auch umbenannt in Rest Zockt. Weil es irgendwie sonst unmöglich ist, für die Leute das auszusprechen. Jetzt schauen wir mal, was Pritzak Knight macht. Tier 2, Level 139. Da ist ein Boot. Kommt man dann mit dem Boot da raus? Ja, ne? Doch. Aber wenn du jetzt, genau, wenn du dich jetzt ins Boot hockst, gibt es nicht mehr viele Stellen, wo du wieder rauskommst aus dem Wasser. Das bedeutet, be smart, don't start. Ja, ja, genau. Das würde ich auch machen. Ich würde allerdings vielleicht nicht durch die ganzen Gebäude pushen, weil da ist das Rattenaufkommen teilweise sehr hoch. Also wenn ich sage Ratten, dann meine ich irgendeiner, der sich in die Toilette setzt mit einer Double-Barrel-Shotgun. Und wartet, bis einer reinkommt und ihn dann wegbläst. Das ist Rumratten. Manche mögen das Campen als Campen bezeichnen. Ich finde, Campen hört sich so positiv besetzt an. Ich finde, Ratten irgendwie trifft es besser. Man muss allerdings aufpassen. Wenn ich das selber mache, dann ist es taktische Spielweise. Ganz wichtig. Genau, also da unterscheide ich schon. Wenn ich selbst mich auf die Toilette setze und mit der Double Barrel Shotgun die ganze Zeit auf die Tür ziele, dann ist es taktische Spielweise. Es ist immer nur Ratten, wenn es die anderen machen. Ganz wichtig. Ja, ihr habt die Ironie gehört. Manchmal ist es durchaus legitim, gerade wenn man am Anfang... woher hat er jetzt gewusst, dass deine ist? Nee, hat er nur vermutet, oder? Also man lernt echt genauso viel durch Zuschauen als... wie durchs Spielen. Vor allen Dingen habe ich auch dann besser die Möglichkeit, euch meine Gedankengänge
zu erklären. Falls es denn Gedankengänge gibt. Gerade am Anfang, wenn man frisch gelandet ist und das Einzige, was man gefunden hat... Oh shit. Autsch, 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 autsch. Was war das? SLR, oder? Schallgedämpfte SLR. Ja. Würde ich sagen. So hat sich's angehört. Nice. Dass er den gespottet hat, ist gut. Und das ist halt der Grund, weswegen ich... Wow, getroffen, nice. Das ist halt der Grund, wieso ich FPP mag, weil es gibt nicht dieses um die Ecke gucken, ne? Im Third Person könnte der jetzt um die Ecke schauen, sehen, wo er ist, warten, bis der andere wegrennt und ihn dann in den Rücken schießen. Oh shit, die kommt gut. Ah ne, das ist ein Smoke. Dragunov. Dragunov gegen SLR, das ist geil. Oh, gelber Smoke, das bedeutet, der Typ hat Geld ausgegeben für Skins. Er weiß, dass jetzt die Sichtlinie geblockt ist von der Smoke-Granate, die der andere geworfen hat. Super smarter Move, finde ich gut, was er da macht. Er hat einen Sexoscope und eine Dragunov. Das ist eine Kombi, die, mit der willst du dich nicht anlegen. Und einen Schalli auch noch oben drauf. Top. Er bringt Distanz zwischen sich und den anderen. Ich finde, also der spielt gut. Doch, 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 doch. Der spielt gut. I like that. So, genau. Jetzt kann er sich vergrümeln. Ah, das ist ja super gespielt. Der hat echt gut gespielt. Pritzer Knight. Gut gemacht. Sehe ich an der Stelle mit jemandem... Da ist der andere Bro, ist ja witzig. Der hat nicht gecheckt, dass er da ist. Okay, nein, du hättest dir da ein bisschen mehr Zeit lassen müssen. Scheiße, jetzt bist du am Rand von der Zone. Alter! I like that. Das hat er gut gemacht, der Bro. Das Server meine ich natürlich. Das hat er gut gemacht. So, jetzt gucken wir mal. Foklas hat den Terminatoren 2 ausgerottet. Was ist Terminatoren? Leute, Leute, Leute. Schon allein die Namen im Killfeed sind es wert, dieses Spiel zu spielen. Terminatoren. So, der Berg ruft. Oh boy. Auf den Berg hoch pushen. Mm. Das ist nicht so sexy. Das ist nicht so sexy. Das ist nicht so sexy. Oh boy. Das ist awesome. Ich guck bei sowas immer lieber zu, als dass ich selbst spiele. Okay, da liegt eine Crate. Da kannst du mal gucken, was da drin liegt. Stuff. Liegt da was? Der Helm hat auf jeden Fall schon ein Loch, ey, mein lieber Scholli. Übrigens, Fun Fact. Level 3 Gear komplett zerstört. Bringt, bei dem Helm solltet ihr immer trotzdem auf Level 3 Helm wechseln, weil der, glaube ich, mehr Schaden zerstört, mehr Rüstung zerstört gibt. Oh, da kommt sie rauf? Doch. Oh, das ist gut zu wissen, das wusste ich auch nicht. Das ist gut zu wissen. Ich meine, an der Stelle kriege ich auch selten rum, muss ich sagen, also. Ja, verdächtig. Auto am Wizard Tower ist verdächtig. Diese Dinge heißen Wizard Tower, wo ich gerade hinschaue. Eye-Tracker ist ja an, ne? Oder? Ist ein Eye-Tracker an? Ja, ist er. Auto am Wizard Tower ist immer verdächtig. Generell Auto mit Skin. Wenn ihr ein Auto mit Skin seht, hat das da jemand hingefahren? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist noch da oder ist schon weg. Da war einer, oder? Hinter den? Ich glaube, da war einer. An der Kante, ja, an der Kante vom Haus. Er hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn nicht gesehen. An der Kante vom Haus war einer. Direkt hinter ihm. An der Kante vom Haus. Er hat ihn nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ja, ihr könnt jetzt zurückspulen. Da ist er nicht, der ist auf der anderen Seite beim Haus. Ihr könnt jetzt im Video zurückspulen, ich kann das nicht, weil ich nehme live auf, aber ihr könnt im Video zurückspulen und schauen, ob da einer ist. Und dann werdet ihr feststellen, dass ich recht habe. Tja, übrigens, Enemy spotten ist auch super wichtig. Der hat voll die Fixation auf diesen Wizard Tower. Warum ist das so? Oh, der hat jetzt eine gute Ausgangsposition. I like that. Das ist gut. Das ist gut. Da an dem Haus. Mit dem gelben Erdgeschoss. Da war er. Der andere Bro. Der andere Sir. Zoom raus. Ja, genau. Rauszoomen. Dann sieht man mehr. Reinzoomen könnt ihr dann später immer noch. Geht nur beim 6 um 8er. Und beim, ich glaube, 15-fach geht's auch. Ich habe keine Ahnung. 15-fach spiele ich eigentlich nie. Ist ja irgend so ein Spezial-Drop. Außerdem ist 15-fach eigentlich echt sinnlos. Also ist overpowered.
Hinter ihm ist noch einer an dem Haus. Da habe ich vorhin einen gesehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der immer noch da ist. Davon ist noch eine Crate runtergekommen. Das ist natürlich potenziell auch ein ziemlicher Magnet für Player. Wobei, wenn es nur noch drei sind und eine rennt zur Crate, geht ja ein unglaublich großes Risiko ein. Ne? Die Chancen, dass einer mit einer AWM irgendwo im Gebüsch hockt und euch dann ausknipst, sind ultra... Oben ist er. Wir hatten gesehen, ja. Okay, sehr gut. Aber der andere hat ihn halt auch gesehen. Oh, er hat eine EBR. Er hat eine EBR. Er hat eine EBR und Higher Ground. Das ist ein Problem. Das Haus ist noch in der Zone. Ist auch blöd. Oh, shit. Die Granate war gut. Na, nee. Oh, auf der anderen Seite. Boah, der hat so ein Glück, ey. Wenn diese Dinger nicht da wären, dann wäre er schon geliefert. Diese Barrieren. Er ist noch drin. Er ist noch drin. Solange diese gestrichelte Linie nicht auftaucht, seid ihr noch in der Zone. Nice. Ey, der gewinnt das Ding. Der gewinnt das Ding. Scheiße, jetzt muss er aufs Haus. Das ist gefährlich. Oh, das ist awesome. Granate drauf. Oh mein Gott. Der Bot hat ihn geplättet. Der ist oben. Der ist oben, der ist oben, der ist oben. Siehst du nicht, dass der oben ist? Jetzt ist er gerade rausgesprungen. Der ist gerade oben da rumgerannt. Ist links in dem Haus, ja genau, hier irgendwo. Lauf einfach vor. Das ist super. Jetzt muss er rüber und dann schießt er in den Rücken. Der ist hinter dir, Mann. Hörst du das nicht? Der hat keine Kopfhörer. Kauft euch gescheite Kopfhörer, sonst habt ihr keine Chance. Ihr braucht gescheite Kopfhörer. Ja, geh hoch, super. Ja, der ist unten. Der kriecht unten rum. Der ist unten. Unten links. Ja, genau, hier. Oh mein Gott, ich kann da nicht zugucken. Kannst du ihm einfach eine Granate auf den Kopf schmeißen? Oder eine Pfanne, noch besser. Er sieht den Schatten. Er sieht den Schatten. Der andere sneakt jetzt. Super sneaky ist er. Aber da hochzuklettern war eine gute Idee. Ja, das ist top. Das ist super. Das ist super. Das ist super, was er da gerade macht. Ich check's nicht. Wo ist der andere? Der hat ein Chamber Pack. Oh mein Gott. Der andere hat ein Chamber Pack, oder? Nee. Was war denn das für ein Ende? Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Der ist ihm tot vor die Füße gefallen. Wow. Gibt's auch nicht jeden Tag solche Matches. Aber wie hätte der besser spielen können? Er hätte einen Smoke schmeißen können und in die Zone rennen. Das wäre es gewesen, glaube ich. Schwierig, aber es ist wirklich, man lernt viel durch Zuschauen. Manchmal ist es fast besser, ihr schaut meine Videos, als ihr spielt selbst, wollte ich damit sagen. Ihr wisst, wie ich es meine. Also, passt auf euch auf, macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.